Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim weiteren React heute hier mit Jonathan Hallo. Und Brammen. Wir gucken uns heute den realen Irrsinn in Deutschland an und machen den Anfang in einem Weinberg in Celle, der platt gemacht werden soll. Finde ich eigentlich schade. Gespannt. Wein ist auch ganz Google lecker. Google Maps. Liegt das im Weinanbaugebiet? Mach mal Play. Ich gucke in der Celle nicht. Im niedersächsischen Celle liegt dieser kleine Weinberg. 99 Weinberg. Doch, hat er gesagt, es gibt keinen Weinberg. Ja, nee, das ist nichts. Wir fangen mal an. Im niedersächsischen Celle liegt dieser kleine Weinberg. 99 Rebstöcke wachsen und gedeihen. Ein kleiner Bauer halt, ne? Hobbywinzer Udo Schüssler hat den Weinberg von der Stadt gepachtet. Und er ist mächtig stolz auf seine Reben. Wir sind hier im Norden von Deutschland. Hier wachsen die Reben nicht so schnell wie in den Weinanbaugebieten in Rheinhessen oder im Badischen. Ne? Und hier haben wir Reben, weil die sind 16, 17, 18 Jahre alt. Jetzt im Herbst ist Weinlese. Und die ist in diesem Jahr für Udo Schüssler etwas ganz Besonderes. Heute passiert, Alter, warum tötet er den armen Wein? Das habe ich auch gehört. Aber wahrscheinlich, damit er da oben austreibt und nicht zur Seite. Ich glaube, das musst du machen, damit die größer werden, weißt du? Mhm. Damit die nicht unten wuchern, sondern schön groß werden, glaube ich. Habe ich mal gehört. Rufe, sind Freunde da aus Wolfsburg und die roden heute mit mir den Weinberg hier. Gehört? Ja, richtig gehört. Der Zeller Weinberg wird platt gemacht. Kahlschlag statt Lese. Denn als Udo Schüssler 2018 das erste Mal Wein aus seinen Trauben machen will, zeigt sich, diese Reben sind nicht legal. Was? Ja, da habe ich mir erstmal eine Flasche Wein aufgemacht und war geschockt. Ich war echt geschockt und dachte noch so, das ist jetzt ein Scherz. Nein, voller EU-Ernst. Denn der Zeller Weinberg hat keine Genehmigung. Was? Grund für die verkorkte Situation, das Pachtmodell der Stadt Celle. Statt Geld bekommt die Stadt von ihrem Pächter Wein. Der wird an Gästen zu besonderen Anlässen ausgeschenkt. Und so wird aus dem Hobbyweinbauer Udo Schüssler quasi ein Profi-Winzer. Der für den Weinanbau laut des EU-Genehmigungssystems für Rebanpflanzungen eine Genehmigung braucht. Tja, blöd nur, dass sich um die weder der Pächter Herr Schüssler noch die Stadt als Eigentümerin gekümmert haben. Selbst für uns als Verwaltung sind manche EU-Verstrickungen, da muss man dann schon sehr lange gucken, sehr viel nochmal lernen zusätzlich, um das komplett zu durchdringen. Ja, und fürs Durchdringen bleibt ja nun genug Zeit. Denn damit der illegale Weinberg legal werden kann, muss er jetzt komplett gerodet und wieder neu angepflanzt werden. Brillant. Behördenirrsinn. Wir sind hier irgendwo mitten in der Stadt Celle. Das ist Natur, wir haben hier gesunde Pflanzen. Und wir reden hier nicht von einem großen Betrieb, der kommerziell so stark am Markt ist. Ne? Und das ist Irrsinn. Nein, das ist die EU-Verordnung 1308 aus 2013, die Delegierte Verordnung 273 und natürlich die Durchführungsverordnung 274 aus 2018. Und bitte das deutsche Weingesetz beachten. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Außerdem gibt es ja auch schon Pläne für einen neuen Weinberg in Celle. Wir werden auf jeden Fall pflanzen. Egal, was kommt. Was kommt? Na, erstmal die EU-Genehmigung natürlich. Sie wissen ja, was sonst passiert. Und mit einem legalen Wein kann man sich das Ganze auch viel besser schön trinken. Prost! Okay, warum haben die die Pflanzen nicht rausgenommen? Zwischengelagert? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber es ist ja nur das Anbaugebiet illegal, nicht die Pflanzen, oder? Oder dauert das vielleicht zu lange, den Antrag zu stellen? Weißt du, die Pflanzen können auch nicht 2 Jahre irgendwo in der Scheune überleben. Das ist schon klar, aber... Ja, gute Frage. Weiß ich nicht, aber... Aber wer hat denn bitte irgendwem in der EU gesagt, hey, da ist ein Mini-Weinbau-Ding, lass mal zumachen. Das musst du ja auch erstmal mitbekommen. Also... Stimmt, ja. Da muss irgendwer gepetzt haben und hat gepetzt, ey. Das kann doch nicht. Mit Abstand das Dümmste, was ich je in meinem Leben, glaube ich, gehört habe. Erstmal alles schön roden, damit du noch anpflanzen darfst, weil dann ist legal. What? Vor allem Naturen. Also, die haben ja nicht mal Kohle damit gemacht, so gesehen. Was soll ich dagegen? Da kann ich nicht mal was gegen sagen. Ich bin einfach sprachlos. Kommen wir direkt zum nächsten Ding. Das wird wahrscheinlich nur besser. Nee! Zum nächsten. Das kann nicht unverständlicher und dümmer sein! What the fuck?
Warum? Da kann man doch mal alles kaputt machen, um dann neu aufzubauen, weil du kannst nämlich nur eine Genehmigung geben, auf die Alter, nicht. Jeder Anti-EUler kann das als Beispiel nehmen, um zu sagen, scheiß EU. Das stimmt. Das und ist zwar, richtig. Und jeder, der auch nur ansatzweise halt irgendwie Verstand im Kopf hat, wird sagen, ja, in dem Fall scheiß EU. Ja, wobei das man da sagen ist halt könnte, dumm ja, ist klar, das ist halt klein Bundesrecht, also wenn EU-Recht nicht geben würde, wird es halt ein dann, Bundesrecht geben, dann wahrscheinlich genauso. Die Stadt, also das sieht ja keiner, da muss man doch, keine Ahnung, da muss das halt irgendwo hingehen, dass es halt meinetwegen dann eine Extra-Genehmigung oder sonst irgendeinen Scheiß gibt, wenn der alle, das ist einfach nur irgendein blödes Recht, was halt irgendwer, wer setzt denn das durch? Ja, also, die EU. Ja, aber, okay, warum muss er das dann abreißen? Warum denn nicht einfach irgendwie ein Spasti von der EU? Ja, weil er das ja niemals hinbauen durfte. Was soll halt irgendein blöder Politiker den Scheiß ausgraben? Ja. What the fuck? Ich höre schon wieder zu. Ich bin auch auf seiner Seite. Er hat nie sowas Dummes gesehen. Kommen wir zum nächsten. Alter. Und kleine Frage, hatten wir den schon? Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Okay, da bin ich mir noch nicht sicher. Okay, dann gucken wir den nächsten Mal hier. Seid gegrüßt, liebe Anwohner aus Berlin-Friedrichshain. Ihr könnt euch jetzt über einen ganz besonderen Service freuen, denn euer Vermieter hat euch diesen neuen und total praktischen Geldautomaten vor die Türe gestellt. Mega geil. Wenn man die Tür filmt, kann man schon sehen, wie gut man hier durchkommt. Da ist kaum ein Durchkommen mit dem Kinderwagen. Das brummt ziemlich laut. Das ärgert mich jeden Tag. Ja, wenn ich rausgehe, reingehe, kriege ich die Kratzer, wenn ich die Scheiße sehe. Komm hinaus, gute Frau. Nur ein Geldautomat ist total lukrativ. Also für den Vermieter. Wer sowas auf sein Grundstück stellt, kann bis zu einem vierstelligen Betrag daran verdienen. Sie haben keine Nachteile. Versprochen. Sie haben dann die Klingelanlage, die immer noch nicht geht. Die war auf der Seite von dem Ding. Ja, haben sie einfach abgenommen und angeklebt. Auf die andere Seite. Da sind keine Leitungen drin jetzt. Ja, das heißt, wir haben keine Klingel mehr. Wir sind auf der permanenten Jagd nach unseren Paketen. Keiner weiß, wo sie landen. Wir kleben hier Zettel hin und die Pakete sind nicht auffindbar in der ganzen Nachbarschaft, in den Paketshops, weil nicht zustellbar. Oh, da muss man doch nicht so traurig gucken. Oi. Da kommt doch ein Paket. So, jetzt erstmal. Extra großes Paket. Nochmal ein bisschen drehen, dann doch lieber schieben und ja, passt doch. Was ist, wenn das Haus brennt? Ja, da kommt keiner mehr rein und raus. Ich habe das ausgemessen, das ist 1,08 Meter breit, was wir jetzt noch an Hauseingang haben. Und baurechtlich müsste es 1,20 sein. Das heißt, von daher ist es aus brandschutzrechtlichen Gründen eigentlich zu schmal. Das haben Sie doch gar nicht zu beurteilen. What? Ob der Automat hier eine Gefahr darstellt, prüft jetzt das Bezirksamt. Und wem das Amt zu langsam arbeitet, der kann ja auch ausziehen. Also zumindest, wenn die Möbel durch die Tür passen. Also knallhart Mietminderung. Ich verstehe. Erstens, die Klingel funktioniert nicht. Zweitens, die Post kommt nicht an. Das ist schon eine Mietminderung. Du konntest nicht vernünftig die Sachen da reinbringen, wie sie schon sagen. Wenn das halt 1,08 Meter ist statt den 1,20 Meter, zack, direkt Mietminderung rein. Wie breit ist eure Eingangstür? Meine Eingangstür ist auch nicht breiter. Boah, meine ist viel breiter. Locker breiter als 1,08 Meter. Ja, locker breiter. Nee, also die Tür, also habt ihr eine Doppeltür? Nee, ich habe aber eine relativ breite Tür. Also ich würde sagen, ich könnte fast mit einem Auto da durchfahren. Die ist, nee, so nicht, aber die ist definitiv breiter als 1,08 Meter. Echt? Meine ist, glaube ich, auch nicht breiter als das. Vielleicht muss ich mal nachmessen. Vielleicht ist das ja alles illegal hier bei mir. Berlin aber wie gesagt, wenn er halt nicht klingeln kann, das muss doch auf jeden das Fall halt richtig irgendwo scheiße. Im Mietrecht drinstehen, dass man halt klingelt, also man muss irgendwie klingeln, man muss ja erreichbar sein. Also das ist ja, das ist doch einfach eine Mietminderung und fertig, ey. Und dann machen das halt alle, wenn die klug sind und dann wird er halt gucken, ob er dann noch den vierstelligen Betrachter hat. Ich finde das aber hammerhart, dass der Vermieter einfach sagt so, ja, ich habe hier eine Doppeltür, mach mal einen zu, setzen wir dann nochmal einen Bankautomaten aus dem vor die Tür. Aus der Sicht ist das ja nicht mal dumm. Ja. Aus seiner Sicht. Also keine Ahnung, wenn er da alles wirklich richtig gemacht hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich, wenn mir das so, also ich bin ein bisschen skeptisch, würde, also wir reinknallen. So schmal finde ich die Tür jetzt auch nicht. Du hast als Mieter so viel Rechte. Ja. Ja. Gerade in Berlin. Naja. Könnt ihr mal in den Kommentaren diskutieren. Wir gucken uns Teil 3 an. Mit, was ist denn das hier?
teure neue Bushaltestelle zu klein für Busse. Das ist einfach wieder nur dumm. Das klingt jetzt schon super dumm, aber mal gucken, wie teuer es war. Welcher Stadt war das denn wieder? Das ist der Landrat Heimann mit seiner Gefolgschaft. Die Ostfriesen aus dem Landkreis Wittmund staunen nicht schlecht über ihr eigenes Projekt. Wir befinden uns im Schulzentrum Friedeburg, wo wir für knapp 1 Million Euro in eine neue Bushaltestelle investiert haben. Ganz genau. Hier entsteht eine hochmoderne Bushaltestelle mit schicken Bushäuschen, super coolen Lampen und selbst die Mülleimer strahlen vor Glanz. Das ist ein Vorzeigemodell. 1 Million Euro? Ich weiß genau schon, worauf es hinausläuft. 1 Million Euro für 4 Bushaltehäuschen? Ja, Anstatt ein Bushäuschen weniger zu planen, damit du ein bisschen breitere Straße hast und damit die halt überhaupt in die Kurve kommen. Also das ist ja so ein bisschen wie bei uns, geil. Jonathan, damals an der Schule. Du hast halt einen Landkreis und da fahren mehrere Busse in unterschiedliche Richtungen. Ja, aber bei uns an der Schule war das ja doch echt smart gelöst. Du hattest doch, das war ja dieses riesige Schulzentrum, das war alles eine Gerade sozusagen und nicht alles in so geknubbelt. Ja. Du hattest halt Doppelbelegungen teilweise, ne? Also ich glaube irgendwie, ne, gleiche, also hier, keine Ahnung, Weze und Twiste standen an derselben Stelle an. Genau, ja. Modell komplett barrierefrei nach den neuesten Kriterien. Da sind wir auch mächtig stolz drauf, haben auch mächtig Geld dafür ausgegeben, wenn nur dieser eine Fehler nicht passiert wäre. Leider ist dieser eine Fehler erst beim Praxistest aufgefallen. Schulbus kommt, stopp! Oh Gott. Achtung, jetzt links. Ja, knapp. Oh Gott. Fast. Nein, also die Haltestelle ist zu klein, vor allem beim Schwenken. Die Busse schwenken. Neue Busse. Mit dem Heck relativ weit aus. Das Problem, wenn die zu früh ausschwenken. Wenn die Busse ausschwenken, über den Bereich der Wartehäuschen wegschwenken, können sie lenken und entsprechend umschwenken. Offenbar hatte man die Schwenkerei nicht so richtig mit eingerechnet. Das verantwortliche Planungsbüro will sich dazu lieber nicht äußern. So ein Fehler kann ja immer mal passieren. Ja genau, das ist doch... Also wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Architekten damit beauftragst, der dann halt so macht oder so plant oder so. Ich würde sagen, das war Lede. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auch so das Lede gewesen. Also das war, da hätte ich schon lange abgenommen. Weiß ich jetzt auch, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber das könnte jeder sein, aber vielleicht ist doch Lede gewesen. Lede Straßenbau. Aber ja gut, die haben ja vielleicht auch nur durchgebaut. Vielleicht bauen die das halt auch nur, was die vorgesetzt haben. Ja, wer weiß. Das stimmt. Aber das ist doch einfach so, okay, die Stadt kann doch auf Schadensersatz da klagen, oder nicht? Das ist einfach schlecht geplant. Können die bestimmt auch. Wahrscheinlich nicht, weil die Stadt hat auch gesagt, jo, Plan ist abgenommen, alles cool. Wer weiß. Seit über 40 Jahren hier tätig und solche Sachen haben wir noch nicht erlebt. Wir hatten es auch seiner Zeit mal angeboten, hier Probefahren mit dem Bus, aber wurde nicht gehört. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Genau. Jetzt wird die knapp 1 Million Euro teure Haltestelle nochmal aufgerissen, verbreitert und umgesetzt. Was nicht passt, wird eben passend gemacht. Oh Mann. Man sieht jetzt hier, dass der alte Gehweg aufgehoben worden ist. Und hier an den Zaun gelegt wurde, dass dieser Radius entsprechend größer wird, damit man eben mit dem Bus vorziehen kann, ein Stück aus dem Gefahrenbereich raus ist. Und dann? Und dann umschwenken kann. Na bitte, lass das immer noch von diesem Schwank werden sich die Friedeburger sicher noch lange erzählen. Alter. Das ist halt einfach nur so, what the fuck. Einfach nur 1 Million, vor allem Wittmund, das hört sich nicht so an, als wenn die so allzu viele Einwohner hätten, dass das halt einfach mal eben so eine easy Ausgabe wäre. Also, ja. Weißt du, wie viel du in der Schule für die Schüler wirklich verbessern könntest? Ne? 56.000 an Unterrichtsmaterial, Einwohner hat Kreis an Toiletten. Ja, das war mal wieder eine Folge reeller Irrsinn. Also, wirklich, das ist einfach nur wieder dumm. Aber das Erste ist halt wirklich so, ich weiß nicht, also das geht nicht in meinen Kopf rein. Die anderen Sachen, ja, das ist halt, das eine ist halt ein Arschlochvermieter und das andere ist halt einfach fehlgeplant. Ja, so kann mal passieren, das ist halt dumm gelaufen, ja. Das ist halt ärgerlich, wenn das halt sehr teuer ist. Aber dieses EU-Ding, das macht mich halt immer noch fertig. Ohne Scheiß. Das macht mich so fertig.
Jonathan hat jetzt schlaflose Nächte. Ich hoffe, ihr nicht, denn wir sehen uns dann morgen wieder zum weiteren React. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.